Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Landersum im LS22 mit dem kleinen großen Klaas, dem kleinen großen Deutz gerade, der noch am Ansehen ist. Und du willst sicherlich abtanken, ne? Wenn ich dich jetzt einstelle. Ja, er will abtanken, er traut sich aber nicht. Gut. Dann helfen wir ihm dabei. Dann ist auch der Kipper hier schon wieder voll. Glaube ich. Da müssen wir mal schauen. Der Kontostand ist ja noch beruhigend. Unser Klaas ist ja leider noch am Flügen. Der Deutz sieht immer noch das, wenn ich mich recht entsinne, erste, zweite Feld an. Da, wo sind wir denn? Das erste Feld mit Raps. Ist aber auch nicht so schlimm. Wieso? Ey, du bist ein Kanarienvogel, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Haben wir zur Not nur ein Feld mit Raps, das geht auch. Dann können wir also ein Feld mit Getreide, wohlbemerkt für die Tiere. Einmal für die Hühner und für die Kühe, für Stroh. Und dann machen wir halt auf das dritte Feld zur Not Soja oder so drauf. Irgendwas, was auch noch Geld bringt. So, jetzt kommt natürlich das schöne Getreide runter. Dann wird er definitiv voll, wenn er weiter drischt. Na, komm. Das heißt, wir könnten gleich wieder lospesen. Na komm, mach den Hänger eben kurz voll. Oder wir bringen erstmal das Heu weg. Jetzt ein paar Liter kann sie auch noch reinfüllen. Na komm, trau dich. Eine schmale Spur hast du noch. Fahr auch extra noch ein Stück vor. Na, geh doch. Ja, ich fahre ja schon wieder zurück. Der Drescher ist auch schön von John Deere. Er ist bald in Vor- bzw. Nachgewinde. Du bist Fülle, ne? Ich würde am liebsten erstmal die Heuballen wegbringen. Wo müssen wir denn die Heuballen hinbringen? Ist die nächste Frage. Kali Rio. Wo ist denn Kali Rio? Da, da, da. Oder Al-Kali. Das ist gar nicht so weit weg. Das ist ja cool. Dann bringen wir jetzt Heuballen weg. Ich möchte die Heumission wirklich vorher abschließen. Oder zumindest ein, zwei Ladungen abgeben oder so. Damit wir uns schön entspannt vielleicht nochmal eine Dreschermission widmen können. Wir müssen ja sowieso auf den Flug warten, bis der fertig ist und auf den Deutz, bis der angesät hat. Und am liebsten noch mit der Ladung Dünger rüberknallen. Über das angesäte Feld walzen natürlich nur. Deswegen, ich glaube, eine Mission würden wir dann noch schaffen. Und dann wäre der Endgame-Tag auch soweit erledigt. Also, in der Regel mache ich ja nur noch Missionen, wenn wir auch wirklich selber ein bisschen was zu tun haben. Und nicht den ganzen Tag, sonst, es wird aber auch zu anstrengend, denn wenn man den ganzen Tag Missionen erledigt, klar, man bekommt auch gut Geld. Aber ich finde das dann trotzdem langweilig. Immer nebenbei, so ein, zwei Missionen ist schon in Ordnung, aber die ganze Zeit durch, das ist mir dann auch zu viel.
So, dann bin ich gespannt, ob ich da abladen kann oder nicht. Oder ob ich das Stück Land kaufen muss oder nicht. Ja, hier haben wir es schon mit den Toren. Oh, es geht. Das Tor geht. Es fährt aber ein bisschen langsam. Da könnte ich nochmal einen Schluck Kaffee nehmen. Jojo. Es klappt. Es klappt. Es klappt. Es klappt. Es klappt. Und jetzt garantiert in die Halle rein, ne? Ja, was hab ich gesagt? Krieg ich die Halle auch auf? Das wäre ja noch schöner. Es klappt. Da hat aber einer Stroh eingelagert. Also Mann, oh Mann. Wenn einer Stroh von euch braucht, ne? Hier liegt auch ein bisschen was. So. Ich bin aber auch gestern an einem Landwirt vorbeigefahren. Der hatte seine seine Feldscheune, also ne, so ähnlich wie die jetzt gerade hier links, auch komplett dicht geknallt bis unters Dach mit Stroh. Ich weiß nicht, ob der gute Landwirt noch ein paar andere Felder hat, aber so viel Stroh kriegt er nicht mehr in die Halle. Und die sahen noch relativ neu aus. Also ich glaube nicht, dass du da noch mehr reinkriegst. Das war schon links und rechts übereinander gestapelt und alles ein bisschen kreuz und quer. Ich würde sagen, der gute Mann hat es ein bisschen eilig gehabt. Juhu! Da sind die Ballen weg. 32% von Wiese 18. Ja, das ist die große. Müssen wir dreimal fahren. So, um den Dreh. Und dann ist das fertig. So, was? Ich mag das nicht, wenn da oben Nachrichten sind. Ach, der ist ja auch schon im Nachgewende. Oh, es läuft ja. Genau, du musst jetzt mal Geduld haben und ein bisschen warten. Erstmal das Heu weg. Und dann natürlich das Getreide weg. Und dann sind wir damit auch schon fertig. So komme ich irgendwie an diese 18 schon ran. 10. Ja, wenn ich irgendwo einen Schlenker fahre, ne? Ich fahre gerade wie ein... Naja, lieber nicht erzählen. Auf jeden Fall sehr unschön. So. Äußerst unschön. So, da kommt nichts. Ah, da kam einer. Aber wir waren schneller. Das sind schöne große Felder. Aber wird leider noch ein bisschen dauern, bis wir so weit sind. Gibt es hier unten nicht auch noch irgendwie eine Einfahrt? Dass wir nicht dauernd in den Feldweg müssen? Das wäre interessant zu wissen. Dann würde ich da lieber von der Hauptstraße irgendwie auf die Wiese kommen. Feld, Wiese. Ja, ich sag, oder ich sage, so, sprechen wir mal ein bisschen fließender Deutsch. Ich sage immer zu Grünland Wiesen, weil ich das so von meinem Opa gewohnt bin. Beziehungsweise von meinen Eltern. Die haben ja bis 1900, also mein Opa hat, glaube ich, bis 1980 auch noch Grünland gehabt, also Wiesen, und mein Onkel ja sogar noch länger.
Mein Onkel hatte bis in die 2000er Jahre Grünland. Und das auch gar nicht mal so wenig. Also das war, jetzt muss ich lügen, ich glaube auch 2, 3 Hektar. Waren es 2, 3 Hektar? Also als Kind kam mir das natürlich riesengroß vor. Jeder Landwirt, der mir jetzt natürlich zuhört, wird sagen, 2, 3 Hektar. Weißt du, das ist bei mir eine Wiese. Aber bei meinen Eltern waren die Wiesen doch recht klein. Also da wärst du mit einem Tausender Pferd gar nicht raufgekommen. So, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Deswegen hatten wir damals auch immer die alten Traktoren. Einfach weil die ein bisschen wendiger und ein bisschen schmaler waren als die modernen großen. Und dann natürlich eine Quaderballenpresse, schön handlich. Und dann gib ihn. Alle schön stapeln. Und abends natürlich auch wieder abladen. Das war noch richtig gute Handarbeit. So, mal gucken, dass wir den wieder voll kriegen. Dass wir den auch wieder loswerden hier. Ja, aber ich glaube, mit 3 Ladungen ist es hier nicht getan, ne? Ich glaube, hier liegen eher 4 Ladungen auf der Wiese rum. Umso besser für uns, ne? Umso mehr Heu haben wir über. Freut mich. Na, klapp dich ein. Dann geht's auch weiter. Mein Onkel hatte auch eine Wiese. Ihr kennt ja diese, also wer schon mal irgendwo am Wasser war, hätte ich jetzt beinahe gesagt, kennt ihr auch die Deiche. Ne? Jo, ab in Sound. Der Landwirt freut sich. Mein Onkel hatte auch so ein Stück Wiese hinterm Deich. Das gehörte auch zum Überflutungsgebiet und so, ne? Naturschutz etc. pp. Durfte man nur zu bestimmten Zeiten mähen bzw. beackern. Also es war ja sowieso Grünland. Und mit mähen etc. war es sowieso nicht so einfach. Da musste man den richtigen Zeitpunkt abwarten, wo es lange genug trocken war, damit man da überhaupt drauf kam, weil da stand ab und oder doch mal öfter das Wasser drauf. Und da gab es immer nur so ein paar Monate, wo man darauf durfte. Und wenn man Pech gehabt hatte, stand genau zu dem Zeitpunkt denn das Wasser. Ne? Dann hat man nichts von der Wiese gehabt. Wenn man Glück gehabt hatte, dann stand da kein Wasser. Und man konnte auch mal ein bisschen Heu pressen. Und das Heu war immer, also das Gras war da immer so hoch, dass du da mit dem Mähwerk, also oder mit dem Mähbalken und mit der kleinen Quaderpresse kaum vorangekommen bist, weil da so viel Material lag, dass du da teilweise mit 1-2 km/h pressen musstest, dass du da das Heu zusammenkriegst. Hat auch nicht jedes Jahr geklappt, da mal was wegzupressen. Also da mal Heu runterzuholen. Und so wie das die modernen Landwirte machen mit 2 bis 3 Schnitten, das hat sowieso nie geklappt. Also wenn mein Onkel mega viel Glück hatte, dann konnte er zweimal pressen. Wenn er ein bisschen Glück hatte, war es einmal Heu pressen. Ah, und wenn er gar kein Glück hatte, dann stand das zu dem Zeitpunkt immer so unter Wasser, dass er gar nichts gekriegt hat von der Wiese. Weil, wie gesagt, ne, Naturschutz, Überflutungsgebiet, darfst du halt nicht.
Und wenn denn gerade da die Enten drauf brüten, dann darfst du da ja sowieso nicht rauf. So. Die zweite Ladung. 65. Das klappt. Oh, ich komme sogar mit dem ausgeklappten Pickup, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so wieder raus. Aber das soll es jetzt von meinem Onkel gewesen sein. Mir drückt der Schuh. Muss ich jetzt ehrlich wieder sagen. Ich muss gleich zur Arbeit. Ich nehme immer so kurz vor knapp vor der Arbeit auf. Deswegen heute gibt es leider auch nur die zwei Folgen. Ich bin echt ein bisschen zu spät aufgestanden. Also gestern ein bisschen zu spät ins Bett. Heute ein bisschen zu spät aufgestanden. Ich bin immer noch todmüde. War viel los, aber ich dachte mir, jetzt euch ohne irgendwelches Material, also Videomaterial, jetzt in den Tag zu schicken, ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen gibt es zwei Videos. Ich hätte gerne wieder drei oder vier gemacht, aber wenn ich das nicht schaffe, dann geht das Real Life einfach vor. Morgen kriege ich das. Morgen. Morgen ist Freitag. Morgen kriege ich das wieder hin mit drei oder vier Folgen. Aber heute muss ich mich entschuldigen. Zwei Folgen müssen leider reichen. Ich möchte jetzt nur noch eben schnell den Deutz wieder auf die Wiese bringen. Bedanke mich bei euch schon mal fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Wenn ihr mehr solcher, ich hätte beinahe gesagt, privaten Geschichten hören wollt, schreibt es gerne rein. Ist auch immer mal wieder eine schöne Erinnerung. Und macht auch immer sehr viel Spaß, wenn das denn wieder mal durch meinen Kopf geistert. So. Wenn ihr mich natürlich unterstützen wollt, lasst gerne ein Like, Abo oder ein kostenloses Kommentar. Das Kommentar. Da. Alle drei sind natürlich kostenlos. Für euch. Ich bedanke mich bei euch. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Morgen ist Freitag. Bis denne.